Sommerliches Wochenende in Deutschland, in den USA sieht es ja zum Teil sehr, sehr viel kälter aus. Da sind auch ein paar NBA-Spiele ausgefallen, auch wenn das wahrscheinlich das Uninteressanteste dieser Kältewelle ist, was man darüber berichten könnte. Wir haben heute einen vollgepackten Spielplan, unter anderem mit den Milwaukee Bucks gegen die Sacramento Kings. Ihr seht viel Rot, ein Grün. Beide Teams konnten zusammen nur eins der letzten 10 Spiele gewinnen. Und wie dieses Spiel ausgeht, überlegen wir uns gleich. Servus! Oddspedia, the Sports Betting Community. Ihr wisst ja, bevor wir auf die Spiele gehen, ganz kurz einmal die Tabellen, was ist da so passiert. Die 76ers weiter 1, es gibt einen neuen Zweitplatzierten, den haben wir hier. Die Brooklyn Nets haben die Milwaukee Bucks überholt. Ihr seht es auch ganz rechts, ist der Winning Streak, 5 Siege in Folge. Die Nets sind heiß und ja, Bucks läuft offensichtlich gerade nicht so gut, nur eins der letzten 5 Spiele gewonnen. Trotzdem noch Dritter vor den Celtics, Pacers. Die Raptors sind wieder 50-50, also quasi im positiven Bereich, wenn man so will, oder Break-Even halt. Charlotte Hornets auf der 7, New York Knicks, beide mit 14 Siegen auf der 8. Und was hat sich unten getan? Die Washington Wizards haben 4 Spiele in Folge gewonnen. Das heißt, es geht leicht nach oben, ganz unten die Cavaliers und die Pistons. Die beiden letzten Teams werden wir heute auch noch sehen. Im Westen gibt es da irgendwas Neues. Machen wir auch hier mal ein bisschen größer. Weiterhin Tabellenerster, die Utah Jazz. Quinn Snyder, der Trainer, wurde jetzt auch nominiert. Genauso wie im Osten Doc Rivers, beides die Tabellenführenden ihrer jeweiligen Conference, wurde nominiert, Trainer von Team LeBron zu sein im All-Star-Game, und Team Durant wird von Doc Rivers gecoacht. Gibt ja viel Kritik zu Recht, dass dieses All-Star-Game doch stattfindet, nachdem es in den ursprünglichen Statuten der diesjährigen NBA-Saison eigentlich wegen der Pandemie und wegen der Ruhephase hätte ausfallen sollen. Die LA Clippers vor kurzem erst gegen die Jazz gewonnen. Ihr seht es hier beim Streak L1. Das war die Niederlage von Utah gegen die Clippers. Die sind knapp vor den Lakers, beziehungsweise sogar von der Winning Percentage gleich, aber LA mit 2 Niederlagen in Folge. Suns, Trailblazers auf 4 und 5. Spurs weiterhin überraschend. Für mich die überraschendste Position, dass die ja doch fast 60% Winningquote haben. Und Dallas, hier ein bisschen mein Team offensichtlich, auf der 10. Alles gut. Und die Sacramento Kings, die im Kommen waren, wir haben es auch letzte Woche gesehen, jetzt mit 6 Niederlagen haben wieder einen typischen Sacramento King-Zeug reingehauen und sind jetzt wieder etwas weiter hinten, und ja, wird schwierig für sie. Hier haben wir auch, weil ich es gerade sehe, die Houston Rockets mit 7 Niederlagen in Folge. Cousins, Wall, Oladipo, hin oder her. Von den Namen her eine ganz gute Mannschaft, aber Namen alleine bringen nichts. Sie müssen auch fit sein, sie müssen gesund sein und vor allem auch zueinander passen. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie Defense. Head-to-Head brauchen wir, glaube ich, nicht anschauen. Ganz klar, dass da Milwaukee besser ist. Ist auch das erste Spiel von den beiden Teams in diesem Jahr. Wir haben hier die Meldung, ich will das mal ein bisschen verschieben. Die Bucks in der Krise, ja, aber was auch Antetokounmpo dazu gesagt hat, kein Stress, das ist noch ein langer Weg und in den Playoffs kommt es drauf an. Man muss auch dazu sagen, sie spielen ohne Jrue Holiday jetzt schon ein paar Spiele und ohne richtigen Point Guard tut das definitiv weh. Bucks, nur eins der letzten 5 Spiele gewonnen. Ich glaube, da waren sogar 2 Niederlagen gegen die Raptors dabei. Den Spread bei ungefähr 10, sogar 11 Punkte, je nachdem. Muss man sich eher überlegen, ob die Kings da nicht sogar Value haben. Die haben zwar auch nicht sonderlich viel zu bieten, aber zumindest fällt kein Holiday aus. Und hier tendiere ich tatsächlich eher dazu, mal Sacramento plus 11 zu gehen. Und schauen wir mal zum nächsten Spiel. Das sind nämlich die LA Clippers gegen die Brooklyn Nets. Da haben wir genau das Gegenteil. Gerade eben hatten wir einen grün, 9 rote Punkte. Jetzt ist es andersrum. Warum? Weil beide Teams heiß wie Frittenfett sind. Und das, obwohl diverse Spiele ausfallen. Durant schon mehrere Spiele jetzt bei den Nets, und bei den Clippers ist ja Paul George jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr dabei. Sie haben aber trotzdem die
Jazz geschlagen. Respekt dafür. Und warum haben sie jetzt eine so viel bessere Quote? Das liegt daran, dass wahrscheinlich bei den Nets Irving, Harden, Durant eventuell nicht spielen werden. Da gibt es verschiedene Berichte. Dementsprechend muss man dann natürlich aufpassen. Aber man sieht es schon, die Nets haben auch einen Rekord aufgestellt mit geworfenen Dreiern in ihrer Historie. Die sind ein Powerhouse und es wird wirklich sehr, sehr schwer, die in der Offensive oder via Offensive zu besiegen. Da muss schon die Defense richtig stimmen und auch die Superstars beschäftigt werden. Ist aber noch ein langer Weg dahin. In den Playoffs werden wir ein komplett anderes Bild sehen. Auch muss man bisher aber sagen, Steve Nash macht einen richtig, richtig guten Job. Tyronn Lue hat er übernommen bei den Clippers und da kann man jetzt auch nichts Negatives tatsächlich sagen, außer spielerisch sieht es nicht so schön aus. Da muss man mal gucken, was passiert. Brooklyn Nets gegen LA Lakers ist ja gerade eben erst gewesen, das Spiel. Das haben die Nets gewonnen und das war von den Einschaltquoten bisher das meistgesehene Spiel und glaube ich jetzt nicht, dass Clippers genauso anziehend sind, aber es wäre eine interessante Story für ein Finale, weil LeBron, ihr wisst es, ist nicht mehr der Jüngste auf MVP-Kurs, trotz seines Alters, 36 plus x Tage. Und ich glaube, wenn er jetzt ins Finale kommen würde gegen die drei Superheroes, Harden, Irving, Durant, dann könnte man meinen, dass er vielleicht in seinem letzten Finale sowas ist wie der Underdog und wäre vielleicht eine ganz spannende Story auch mal für LeBron. Die Atlanta Hawks sind mit viel Lorbeeren vor der Saison gestartet, haben ja wirklich sich massiv verstärkt, jetzt natürlich Verletzungspech gehabt mit Bogdanovic, auch Gallinari, aber Clint Capella, der zwar in dem Sinne kein Neuzugang ist, aber letzte Saison viel verletzt ist, hat sich auch in das Team gut eingefunden, spielt eine gute Saison und die Hawks müssen trotzdem schauen, dass sie irgendwie den nächsten Step gehen, weil Trae Young, Fabelstatistiken und junges Team, Kevin Huerter, auch hier in den News-Section von Wikipedia seht ihr, dass sich die Hawks Trade-Angebote für John Collins anschauen und das heißt, sie wollen mindestens einen Lottery-Pick. Das ist der Junge auch wert. Die Frage ist nur, was erwarten die sich? Also ich glaube, die brauchen eher noch souveräne Spieler, vielleicht ganz guten Veteran, so ein Borderline-All-Star-Spieler. Aber ein weiterer Lottery-Pick würde, glaube ich, nicht unbedingt dem Team helfen, denn wenn es eins ist, dann auf jeden Fall jung. Was sagen wir zu dem Spiel? Hawks gegen Nuggets. Die Nuggets mit einem auch MVP-Kandidaten Nikola Jokic. Glaube ich, wird am Ende des Tages nicht wirklich dann in der Top 2, Top 3 Konversation drin sein. Ich denke, er wird, auch wenn das eh jetzt nicht der wichtigste Titel ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er viele Second, Third, Fourth Votes bekommen wird und dann halt Zweiter, Dritter, Vierter endet. Aber auf dem Ersten sehe ich ihn nicht. Da ist er auch, glaube ich, nicht sexy und spektakulär genug in der NBA dafür. Die Nuggets sind Favorit. Bei Murray läuft es auch ganz gut. 50 Punkte Outing sozusagen hatte er vor kurzem. Also ist auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte. Bei dem Spiel sehe ich auch die Quote von 1,7 trotz Auswärtsspiel der Nuggets relativ gut an. Kann man schon mal mitnehmen, denke ich. Und bei den Punkten über 230 sogar noch mehr, 232, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Bei Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers haben wir die Raptors, die jetzt anscheinend angekommen sind in ihrer neuen Heimat, haben jetzt auch das ein oder andere Heimspiel gewonnen. Bei den 76ers Joel Embiid auf MVP-Level, jetzt hat er auch sein erstes 50-Punkte-Spiel gemacht, Career High, hätte ich nicht erwartet, hatte immer das Gefühl, dass er solche Spiele schon öfter rausgehauen hat. Es ist auch wieder das erste Spiel dieser beiden Teams. Ben Simmons ist nicht dabei, fällt aus wegen Krankheit, genauso wie Shake Milton. Und bei den Raptors dürfte jeder am Start sein. Man muss hier aufpassen, die 76ers Tabellenerster, aber die Raptors spielen jetzt doch ganz anders wie vor den letzten zwei Wochen.
Und ich denke schon, dass die Raptors hier gerade auch, auch wenn es nicht ein richtiges Heimspiel ist in Tampa Bay, da leichter Favorit sein dürften. Mir gefällt Raptors plus 2,5 plus 3 tatsächlich sehr gut. Die haben den Lauf und warum sollten sie nicht hier das nächste Spiel gewinnen? Ne? Schauen wir mal die Over-Under an. Beides Teams, die sowohl punkten als auch verteidigen können, denn 224 nicht interessant. Bei den Magic gegen Pistons haben wir zwei Teams, die ähnlich unattraktiv sind. Die Magic wollen an ihrem jungen Core halten, aber ja, da kommt auch nicht so richtig was raus. Sie haben jetzt natürlich Verletzungspech gehabt mit Markel Fultz, der so ein bisschen gut reingekommen ist. Vucevic ist ein toller, toller Spieler, aber der allein, der muss irgendwo eine zweite oder dritte Option sein, aber nicht die erste. Ich glaube, mit so einem Team wirst du nie mehr erreichen als Siebter oder Achter bei den Playoffs. Und bei den Pistons, die sind jetzt im kompletten Umbruch, Derrick Rose raus, Blake Griffin, jetzt haben sie gemerkt, Publikum in Corona-Zeiten zieht da sowieso keins an, also auch außerhalb von Corona-Zeiten, Leistung bringt auch nicht mehr so, kostet Schweinegeld, wir setzen ihn auf die Bank und hoffen, dass wir einen Trade-Partner finden. Wird schwierig, wer nimmt schon diesen Riesenvertrag und wer glaubt, dass Blake Griffin noch was im Köcher hat. Vielleicht, wenn so ein Team wie so Houston Rockets, die irgendwie sagen, scheiß drauf, mit dem Gehalt passt das, oder die Washington Wizards, um vielleicht Bradley Beal ein bisschen zu vertrösten, wenn da irgendwelche, ich sag mal, die Stars von ein paar Teams gute Connection haben und sagen, hey, lass uns das mal anschauen, finanziell passt das auch alles. Ob jetzt ein Blake seine 22 Millionen reinstopfen oder zwei schwächeren, noch schwächeren Rollenspielern. Muss man mal gucken. Carmelo Anthony hat ja auch so eine drittes Leben reinbekommen bei den Portland Trailblazers. Aber für Blake Griffin dürfte der Markt doch relativ gestorben sein. Man muss schauen, was da passiert. Nicht wirklich unerwartet oder überraschend, aber es ist, wie es ist. Hier bei den Magic haben wir eine unglaublich lange Verletzungsserie. Bei den Detroit Pistons haben wir einen sehr, sehr schwachen Kader. Dementsprechend ist dieses Spiel eigentlich no bet. Die Frage ist, inwieweit werden beide verteidigen über 209 Punkte, finde ich bei einem NBA-Spiel dieser Tage immer relativ spannend. Beide sind natürlich jetzt nicht so potent in Offensive und Defensive, das kann man sich mal überlegen, aber eigentlich auch hier eher ein Hände weg. Bei den New York Knicks gegen die Minnesota Timberwolves sieht es ganz anders aus, denn hier haben wir den Ex-Coach der Timberwolves, Tom Thibodeau, der jetzt bei den New York Knicks für Furore sorgt. Ihr habt es vorhin gesehen, die sind in den Playoff-Plätzen und das ist zu diesem Zeitpunkt mehr, glaube ich, als die meisten erwartet hätten. Und die Timberwolves, grottig, haben jetzt eins vielleicht mal gewonnen. Ich meine, das war sogar, als ich letzte Woche gesagt habe, sie werden sicher verlieren. Danke dafür. Aber die Knicks haben ihrem Trainer was zu beweisen. Er hat jetzt auch wieder seine zweite Ehefrau, Derrick Rose, wieder mit dabei. Die beiden verstehen sich ja prächtig und ich glaube, der Derrick wird dem Team an sich auch nicht schaden, denn sie haben viele junge Leute und die werden irgendwann mal gegen die bekannte Rookie-Wall oder was auch immer laufen und deshalb tut so ein bisschen Veteran-Leadership dem Team, glaube ich, gar nicht schlecht. Und Julius Randle, überragend. Vor eineinhalb Jahren war es, glaube ich, hat man so ein bisschen gelacht, was hat man dem für einen fetten Vertrag gegeben. Aber rein statistisch passt alles. Und wenn die Knicks jetzt auch in die Playoffs geführt werden, dann ist ein attraktives Team, jung, dynamisch, mit Potenzial, Upside, lockt vielleicht auch nochmal andere Free Agents an, die dem Team dann helfen. Punkte 216, 215, gar nicht uninteressant, aber auch hier 1,7 Quote. Die tüten wir einfach ein und die Timberwolves ohne Russell auswärts gegen einen Tim Thibodeau, der bestimmt, wenn er sich ein Spiel aussuchen dürfte, genau dieses gewinnen möchte. Hier haben wir schon wieder so eine Konstellation wie am Anfang. Einmal grün, fünfmal rot, zehnmal rot, neunmal rot. Fünf auf Cleveland.
Hab einen Sonnenstich wahrscheinlich. Aber, also, was sollen wir hier zu dem Spiel sagen? Wir hatten gerade darüber geredet, dass Blake Griffin bei den Pistons aussetzt, bis er irgendwann mal weggetradet wird oder wahrscheinlich eher rausgekauft wird aus seinem Vertrag. Je nachdem, ob sich Detroit das antun möchte. Die gleiche Situation ist ähnlich in Cleveland. Sie haben hier von, witzigerweise, den Pistons Andre Drummond geholt. Den setzen sie jetzt auch einfach nur auf die Bank oder lassen ihn daheim, damit er sich nicht verletzt. Sie sind im Trade Talks. Es ist hier ein Spieler, der seit Jahren die Rebounds dominiert, seit Jahren nicht werfen kann. Und dieses Art Spielermaterial ist doch arg antiquiert. Gibt eigentlich nur noch wenige, die da wirklich noch richtig viel bringen, ohne richtigen Wurf. Da ist einer zum Beispiel Rudy Gobert, der trotzdem noch das Spiel genug verändern kann. Nichtsdestotrotz heißt das, dass die Toronto Raptors interessiert sind, aber hier haben wir auch wieder das Problem am Vertragsmodularitäten. Heißt, wenn du, ich glaube, sagen wir mal, Drummond verdient so um die 25 Millionen Dollar, was ja auch stimmt, dann muss ja das gegnerische Team, sagen wir mal so, sie sind auch am Ende ihres Cap Space, auch ungefähr 25 Millionen im Austausch schicken. Das ist gerade zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht so einfach, weil entweder sind dann gute Spieler dabei, damit du auf diese 25 Millionen überhaupt kommst, oder es sind zu viele dabei, wo du dann auch schon wieder mehr Probleme hast, auch wenn zum Beispiel Drummond bestimmt ein guter Gamble für Toronto wäre. Oklahoma, gut, besser als erwartet bisher diese Saison, sind hier Favorit aufgrund der Verletzungs- und Ausfälle von den Cavaliers, glaube ich, auch zu Recht. Deshalb Sieg Oklahoma City Thunder. Und dann haben wir das früheste Spiel des Abends. Das habe ich jetzt auch extra am Ende gebracht, weil wir haben die New Orleans Pelicans versus die Boston Celtics. Die Boston Celtics haben jetzt schon mehrmals, durften wir die bestaunen, anschauen, Sonntag zu einer guten Uhrzeit in Deutschland. Und gegen Phoenix war es ein schönes Spiel zu sehen. Gegen die Timberwolves war es Katastrophe, gegen New York war es Katastrophe und generell ist es nicht so schön, was Boston macht. Danny Ainge hat auch gesagt, sie sind kein Meisterteam und toll, dass er das sagt. Ich weiß nicht, ob er damit seine Leute verunsichern oder aufbauen möchte, aber es ist nicht wirklich gut, was sie derzeit spielen und Brad Stevens hat zum ersten Mal sowas wie eine Krise, die spielerisch begründet ist und nicht wegen einem Kyrie Irving oder so. Auf anderer Seite, die New Orleans Pelicans haben mal einen guten Lauf gehabt, dann wieder nicht. Und das ist hier ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Die Quoten sind richtig gut gewählt. Eine 1-7 auf Boston, eine 2-3 auf den Pelicans. Ich kann hier keine Einschätzung dazu abgeben, weil Boston maßlos enttäuscht. Trotz Platz 4 weiterhin im Osten. Und New Orleans nicht enttäuscht, das ist ungefähr das, was ich so erwartet hätte. Zion Williamson ist ein guter Mann, der hat auch eine unglaublich gute Trefferquote um den Ring rum, aber ja, das ganze Team an sich taugt mir nicht so. Es ist, Brandon Ingram hat auch einen Max-Vertrag bekommen, da weiß ich nicht, ob der das wirklich wert ist. Und Ball ist mit sicherlich ein guter Point Guard, aber auch jetzt kein sehr guter. Sein Bruder LaMelo ist ja richtig, richtig am steil abgehen in Charlotte. Der gefällt mir sogar gut. Haben jetzt auch letzte Nacht erst gewonnen mit einem Buzzerbeater, allerdings dank Terry Rozier. Also zu dem Spiel gefühlt eher Pelicans plus Handicap oder Finger weg. Und die Punkte, die überlegen wir, die sind auch schon wieder so hoch wie bei jedem Pelicans-Game eigentlich, dass du sagst, eigentlich muss man immer drunter gehen und dann machen sie halt mehr. Also schwierige Geschichte, deshalb kein Tipp auf dieses Spiel. Also, dann lass uns auch einmal die Übersicht für die heutigen Spiele durchgehen. Bei Boston gegen Pelicans kein Tipp. Cleveland gegen Oklahoma, da bin ich dann doch überzeugt, dass die Auswärtsmannschaft, die Oklahoma City Thunder, besser sind. New York würde ich auch Tendenz nix, ihr wisst, wegen Tim Thibodeau. Der will bestimmt dieses Spiel gewinnen und dementsprechend seine Leute einheizen. Quote ist auch fair. Magic gegen Pistons eher Hände weg. Da sollte man nicht drauf gehen. Bei Raptors gegen 76ers denke ich, dass die Toronto Raptors mit einem Plus-Handicap die bessere Wahl sind. Plus 3, plus 3,5 so ungefähr. Könnte ein knappes Spiel werden, sollte ein knappes Spiel werden.
76ers ohne Simmons und Milton. Das heißt, sie brauchen eine Bombenleistung von Embiid und Harris. Nicht unwahrscheinlich, aber trotzdem glaube ich, dass die Toronto Raptors besser in der Tabelle sind als derzeit, einfach weil sie in den letzten 3-4 Wochen mehr zueinander gefunden haben. Bei den Atlanta Hawks gegen die Denver Nuggets, auch hier wieder eher der Favorit, nicht nur quotentechnisch, sondern auch insgesamt, ist eher ein 50-50. Ich finde die Quote auf Denver nicht gut genug und die Hawks das ziemlich gut genug, deshalb hier eher keine Wette. Bei den LA Clippers gegen die Brooklyn Nets liegt einfach die derzeitige Quote von 1,48 daran, dass die Nets ohne 100 Leute spielen. Da muss man ein bisschen aufpassen, vielleicht ändert sich da kurzfristig was, glaube aber nicht. Deshalb würde ich da eher die Hände wegmachen, weil die Clippers ja auch dazu bekannt sind, ihren Spieler mal lieber zu schonen. George sowieso fällt aus, aber wer weiß, was mit Leonard passiert. Und dann haben wir noch die Milwaukee Bucks gegen die Sacramento Kings als letztes Spiel und da haben die Kings 6 Mal in Folge verloren, haben eine schlechte Tabellenplatzierung, die Bucks aber auch ohne Holiday in der letzten Woche nicht so überzeugend. Und ich glaube, mit Milwaukee Bucks Spread auf die macht man was falsch. Bei Sacramento plus 11 Punkten, da fühle ich mich persönlich eigentlich sogar relativ wohl. Ich traue denen auch einen Sieg zu. Und deshalb Sacramento plus 11, die letzte Wette. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende kann man jetzt nicht mehr sagen. Wunderschönen Sonntagnachmittag. Es hat weiterhin schöne Temperaturen. Und wir sehen uns dann wieder entweder nächste Woche hier bei der NBA oder beim nächsten Fußballvideo auf Oddspedia. Danke fürs Einschalten und bis bald. Oddspedia, the Sports Betting Community.